Wir werden hier in Wuppertal ein Gebäude schaffen mit zwei Nutzungen, mit zwei Hauptnutzungen. Das ist einmal die Büronutzung und die Handelsnutzung. Ganz gut auch an der Architektur zu erkennen, dass man eben die beiden Bereiche auch voneinander ein bisschen trennt. Und werden dort eben den Schwerpunkt jetzt bei der Vermietung auch nochmal im Handelsbereich legen, wo wir dann noch Fläche frei haben und dann noch Möglichkeiten haben, auch neben dem Handel eventuell auch noch Praxen oder Dienstleistungen unterzubringen. Wir nehmen 4000 Quadratmeter und erweitern dadurch unsere bisherige Fläche etwas nur. Aber insbesondere kommt es uns auf die Qualität der Fläche an und wir freuen uns schon drauf. Ich habe ja auch mein Büro genau zu der Seite, sodass ich dann eigentlich jeden Tag die Entwicklung sehen konnte. Und was wir die ganze Zeit sehen konnten, war, die können zusammenarbeiten dort. Und das ist toll zu sehen. Wuppertal ist für uns insofern interessant, weil sie eine Universitätsstadt ist. Sie hat namhafte Unternehmen hier und die hat sehr quirlige und engagierte Akteure. Das heißt, wir fühlen uns hier sehr gut verstanden und wir wollen uns in so einer Stadt mit unserem Know-how auch an der Stadtentwicklung beteiligen. Wir wollen Mehrwert schaffen und aufgrund dieser Partnerschaften, die da entstehen, kann so eine Stadtentwicklung auch tatsächlich sehr fruchtbar vorangetrieben werden. Und da ist Wuppertal, bietet noch viele Potenziale, die vielleicht der ein oder andere bisher nicht gesehen hat.